now please welcome our speaker Claudia. Und nun begrüßt unsere Sprecherin Claudia. Also, hoffentlich sind meine Folien da oben. Ich sehe jemand, der rennt. Running fast. Schnell rennt. Here we go. Okay, los geht's. Yes. So, hello everybody. Also, hallo an jeden. Willkommen von mir zu einem der ersten Talks bei diesem Kongress. Mein Name ist Claudia Frick. Oder wenn ihr mich von Twitter kennt, Fuzzy Frog. Und ich werde euer Gedächtnis auffrischen über wissenschaftlichen Austausch und Publishing in der Wissenschaft. Und da das hier mein erster Talk an dem Case Communication Congress ist, würde ich gerne mit zwei Fakten über mich anfangen, damit ihr wisst, wer zu euch redet. Fakt Nummer eins ist, ich bin ein Atmosphärenwissenschaftler. Ich habe einen Doktor in Atmosphärenwissenschaften. Fakt Nummer zwei, ich arbeite nun in einer Bücherei, in einem Wissenschaftszentrum. Die häufigste Reaktion, die ich normalerweise bekomme, wenn ich das sage, ist, warum? Es gibt einige Gründe, warum ich Wissenschaft verlassen habe und in die Bücherei gegangen bin. Und in den nächsten 30 Minuten werde ich über einen dieser Gründe reden. Und um ehrlich zu sein, das ist der Grund, warum ich da am emotionalsten bin. Lasst uns anfangen. Ich fange mit ein paar einfachen Fragen an, die ihr einfach für euch selbst beantworten könnt. Glaubt ihr, dass Wissenschaft uns als Gesellschaft hilft, gut gebildet zu sein und faktenbasierte Entscheidungen zu treffen? Glaubt ihr, dass Wissenschaft uns hilft, gesünder zu sein und Krankheiten zu bekämpfen? Glaubt ihr, dass Wissenschaft uns hilft, sowas wie Klimawandel zu bekämpfen und andere globale Probleme? Wenn ihr mindestens eine dieser Probleme mit Ja beantwortet habt, dann müsst ihr auch denken, dass der Zugang zur Wissenschaft zu begrenzen nicht gut für unsere Gesellschaft ist. Unglücklicherweise ist das, was wir zurzeit machen. 72% der wissenschaftlichen Veröffentlichungen sind hinter Paywalls gesperrt. Das heißt, nur Leute mit Geld haben Zugang zur Wissenschaft und die kein Geld haben, sind entweder zurückgelassen oder müssen illegale Wege gehen. Das ist nicht, wie es sein sollte. Aber wie sollte es sein stattdessen? Wir sollten öffentlichen, barrierefreien Zugang zur Wissenschaft haben, den jeder und jede benutzen kann, ohne finanzielle, technische und juristische Barrieren. Am Ende meines Talks möchte ich, dass ihr wisst, was wir alle tun können, um die Beschränkungen der wissenschaftlichen Publikation niederzureißen. Aber bevor wir uns überlegen können, wie wir das System ändern können, müssen wir verstehen, wie es funktioniert. So, lasst uns beginnen mit einer Frage, was die normale Art zu publizieren ist. Für alle Nichtwissenschaftlerinnen in diesem Raum oder für alle, die noch nie publiziert haben, lassen Sie mich auf der Rollercoaster Journey des wissenschaftlichen Publizierens bringen. Stell dir vor, du bist eine Klimaforscherin, eine brillante Klimaforscherin. Und du hast die letzten 5 Jahre deines Lebens in deinem Lab verbracht. Und du hast sehr zeitaufwendige Experimente gemacht. Du hast komplexe Simulationen gemacht und Tränen hast du endlich die Lösung gefunden, wie man den Klimawandel bekämpfen kann. Ja.
Es ist wunderbar, dass du weißt, wie man Greenhouse Gases reduzieren kann. Wie können wir und wie wir Temperaturen reduzieren können? Aber die ganze wissenschaftliche Community soll das wissen. Und nun können wir endlich Klimawandel beseitigen. Du willst deine Wissenschaft kommunizieren für eine bessere Gesellschaft. Und dann kannst du den Nobelpreis gewinnen, den du absolut verdienst. Also schreibst du eine Zusammenfassung down, ein Manuskript, 15 Seiten. Was ist nun? Wie verteilst du dieses Manuskript? Weil ich am CCC bin und weil wir im 21. Jahrhundert leben, nehme ich an, dass du stell es aufs Internet. Ja, das ist nicht, wie wissenschaftliches Publizieren funktioniert. Zumindest noch nicht jetzt. Was Leute stattdessen tun, ist, sie submitten ihr Manuskript zu einer wissenschaftlichen Konferenz oder einem wissenschaftlichen Magazin. Was du machst, hängt von der Disziplin ab. Wenn du Computerwissenschaft bist, meistens Konferenz. Wenn du Atmosphärenwissenschaftlerin bist, meistens wissenschaftliches Journal. Aber die prinzipielle Idee ist dasselbe, also werden wir nur über eins reden. Weil du ein Atmosphärenwissenschaftler bist, reichst du dein Manuskript über die Lösung des Klimawandels zu einem akademischen Journal ein. Und an dieser Phase ist das Manuskript ein Preprint, wird es genannt. Und im nächsten Schritt wird eine Qualitätskontrolle gestartet, das heißt Peer Review. Peers sind andere Wissenschaftler, zum Beispiel diese beiden Leute. Ja, ich weiß, dass das angsteinflößend ist, aber diese beiden Leute werden auf dein Manuskript gucken und überprüfen, ob alles, was du geschrieben hast, gut ist und wissenschaftlich korrekt ist. Denn vielleicht glaubst du nur, dass du die Lösung zu Klimawandel gefunden hast, aber in Realität hast du einen fürchterlichen Fehler auf Seite 1 gemacht. Aber das ist nicht das, was zu dir passiert, weil du bist brillant und deine Lösung ist perfekt. Also diese zwei Leute haben nur kleine Korrekturen und Kommentare und die arbeitest du dann in dein Manuskript ein und reichst es wieder ein beim Journal. Und jetzt hast du Glück und der Journal sagt, mit diesen Änderungen akzeptieren wir dein Manuskript zum Veröffentlichen, und in dieser Phase ist dein Manuskript Postprint gecallt, weil das ist die Version, die öffentlich gedruckt wird oder im Internet online gestellt wird, weil wir im 21. Jahrhundert sind. Und in der letzten Phase werden ein paar Style-Choices, Wahlen gemacht, das Manuskript in die Form des Journals gebracht, und dann wird es veröffentlicht und dann kann jeder auf der Welt sehen, dass du die Lösung für Klimawandel gefunden hast, und das ist die Art und Weise, wie die häufigste Art und Weise der wissenschaftlichen Veröffentlichung gemacht wird. Aber eine wichtige Sache habe ich vergessen, die Paywall. Man muss bezahlen, um Zugang zu bekommen. Und jetzt bin ich, es tut mir leid, aber wir müssen über Geld reden. Es ist ein viel Geld wechselt von Person zu Person in diesem Prozess. Das erste Mal, dass Geld von einer Person zur anderen geht, hat nichts mit der Paywall zu tun. Dann weißt du, dass du, der Autor des Manuskripts, Geld bezahlen muss an den Publisher, an das Journal, um Geld zu bezahlen, um es veröffentlicht zu kriegen. Vielleicht war dein Papier zu lang und dann musst du Gebühren bezahlen, oder du musst Farbgebühren bezahlen. Ja, Farbgebühren im 21. Jahrhundert. Und das zweite Mal, dass Geld bezahlt wird, ist bei der Paywall. Denn es gibt viele Wissenschaftler auf der Erde, die Lösung für Klimawandel finden muss. Und dann gibt es einige glückliche Personen wie diese Person, die in einer Bücherei arbeitet, und die hat dann Glück, weil die Bücherei wird dem
Publisher Geld bezahlen, um entweder durch eine Gebühr und alle alle Zeitschriften zu abonnieren oder nur deine was du persönlich haben möchtest. Aber es gibt viele Leute, die nicht so viel Glück haben und keinen Zugang dazu haben, nicht an der Bücherei arbeiten. Und was ist mit den Leuten hier in dem Raum, die gerne auch wissen wollten, wie die Lösung für den Klimawandel aussieht? Die haben Pech, außer sie sind bereit zu zahlen. Wer unterstützt euch, brillante Wissenschaftlerinnen, die den Klimawandel researchen? Was ist mit den zwei Leuten, die die Peer Review machen? Wer unterstützt die Leute, die Büchereien, die diesen Access granten? Es ist Taxpayers Geld. Also haben wir eigentlich alle schon dafür bezahlt. Aber du denkst dir jetzt vielleicht, es gibt wahrscheinlich Geld, das irgendwo zurückkommt, weil Autoren und Leute, die Peer Review machen, werden bezahlt. Nein, das stimmt nicht. Wissenschaftlerinnen machen diese ganze Arbeit umsonst für die Verlage. Aber hey, vielleicht das ist das Businessmodell von akademischen Verlegern. Aber die haben doch sicher auch Gebühren, die sie bezahlen müssen. Die haben sicher auch Kosten, die sie bezahlen. Machen sie wirklich so viel mehr Geld daraus? Wir haben gerade drei große Verlage in der Wissenschaft: Elsevier, Springer und Wiley. Lasst uns auf die Profite schauen. Sie haben 35% aller Pure Profits. Das ist in der Größenordnung von Google und Apple. Wir zusammen zahlen 7,6 Billionen Euros um wissenschaftlichen Zugang zu finanzieren. Das hat sehr komische praktische Konsequenzen, nämlich Verlage wollen so viele öffentliches Geld, um größtenteils öffentliche Wissenschaft zu finanzieren. Und die Harvard University zum Beispiel kann nicht mehr länger wissenschaftliche Verlage unterstützen. Und jetzt hatten wir nur noch zwei Möglichkeiten, um etwas zu machen. Entweder die Paywalls niederreißen oder die zweite Möglichkeit, selber ein Veröffentlicher zu werden. Mein Geldstand auf der Bank sagte, dass ich Option Nummer 1 wählen soll. Also lasst uns gucken, wie wir die Paywalls niederreißen können. Es gibt im Allgemeinen sehr viele Wege, die wir gehen können. Manche sind klein, aber lang anhalten und andere sind mehr massive Schritte. Was können wir also tun? Was können die Leute, die betroffen sind, tun? Also es gibt die Wissenschaftler, das sind die Leute, die am meisten machen, die produzieren, die machen die Qualitätskontrolle und die sind auch die, die das am meisten konsumieren, größtenteils konsumieren. Dann gibt es die Leute, die das Geld geben. Wir haben die Büchereien, die den Zugang geben und wir haben die Verlage, die es veröffentlichen, weil wir vermutlich in diesem Raum nicht so viele Leute geben, die Geld geben und Leute, die im Verlag menschen und da es nicht viele Leute gibt, die in Büchereien arbeiten, will ich mich auf die Wissenschaftler konzentrieren, was die gegen die Paywalls machen können. Und wir werden aber auch darauf gucken, was die ersten drei Leute, die ersten drei Parteien zusammen machen können. Wir fangen also mit dir an, brillanten Atmosphärenwissenschaftlerin. Also du hast gerade die Lösung zum Klimawandel veröffentlicht und du hast festgestellt, dass du hinter einer Paywall veröffentlicht hast und viele Wissenschaftler werden keinen Zugang zu der Veröffentlichung haben und normalerweise ist das nicht, was Wissenschaftler haben wollen, denn meiste Wissenschaftler, die ich kenne, wollen, dass die
Veröffentlichungen gelesen werden, verbreitet werden, diskutiert werden, herumgereicht werden, so viel wie möglich. Und die Paywall macht das unmöglich. Die verhindert das. Und jetzt fragst du dich vielleicht, ob du irgendwas dagegen machen kannst, gegen diese Paywall, wenn du in dieser Art und Weise deinen Artikel veröffentlicht hast. Ja, du kannst dagegen etwas machen. Die erste Möglichkeit, die du hast, ist von dem Publisher, von dem Verlag gegeben. Der Verlag gibt dir die Möglichkeit, die Paywall vor deiner eigenen Publikation zu entfernen, während alle anderen Publikationen hinter der Paywall bleiben. Das ist hybrider Open Access, wird hybriden Open Access genannt. Und was will der Verlag dafür haben, dass die Paywall entfernt? Ja, sie wollen noch mehr Geld haben. Ich empfehle das nicht. Gibt es nicht irgendwas anderes, was du mit dieser Veröffentlichung machen kannst, ohne noch mehr Geld für den Verlag zu bezahlen? Ich meine, es ist deine Arbeit, die du gemacht hast, kannst du nicht einfach von der Webseite des Verlages nehmen und auf das Internet ins Internet stellen, und das heißt Zweitveröffentlichung. Und es gibt Stellen dafür, die heißen Archive, Institutional Repository oder ResearchGate. Kann man da nicht einfach das Manuskript hochladen und dann via sogenannten grünem Open Access das zu veröffentlichen? Und die Antwort ist, es kommt darauf an. Denn wenn man sich dafür entscheidet, hinter einer Paywall zu veröffentlichen, stimmt man einem Copyright-Übertragungsvereinbarung zu, das heißt, man hat seine Copyright dem Verlag übergeben. Wenn du also dein Manuskript nochmal veröffentlichen willst, muss man fragen, ob das okay ist für den, der das Copyright hält, das heißt für den Verlag. Ein paar gute Nachrichten hier. Manche Verlage werden eine Art dieser Zweitveröffentlichung aber hier wird es sehr, sehr schwierig, denn die Verlage haben sehr restriktive und sehr spezifische Beschränkungen. Du kannst nicht einfach, kannst manchmal nur eine Version veröffentlichen, nur dein Preprint. Das ist das Manuskript ohne die ganzen Veränderungen im Peer-Review-Prozess. Also nicht das, ohne die Änderungen, die du tatsächlich veröffentlicht hast. Es gibt Restriktionen und die Plätze und den Seiten, wo du veröffentlichen kannst. Manchmal nur auf deinen eigenen Webseiten, nicht auf der Seite der Universität. Und dann gibt es noch Einschränkungen zur Zeit. Du musst 6 Monate warten. Oder bis zu 4 Jahre, bis du die Sachen veröffentlichen kannst. Und 4 Jahre sind ein bisschen eine lange Zeit, damit deine Resultate publiziert werden können. Diese Bedingungen verändern sich nicht nur von Verlag zu Verlag, sondern von Publikation zu Publikation. Es kommt von Publikation zu Publikation an, was du tun darfst und was nicht. Das ist nicht einfach, das ist verwirrend, es braucht viel Zeit und es ist, glaubt mir, absolut kein Spaß. Wenn du jemals damit kämpfen musst, habe ich einen guten Ratschlag für dich. Frag deine Bücherei. Ich bin mir sicher, dass es in deiner Bücherei zumindest eine Person gibt, die das für dich machen kann. Aber wäre es nicht viel einfacher, wenn du nicht einfach tun könntest, was du wolltest mit deiner eigenen Publikation? Könntest du einfach nicht das Copyright behalten? Wäre das nicht gut? Und ja, es ist möglich. Vielleicht nächstes Mal, wenn du ein Resultat publiziert, also das Resultat die Lösung zum Klimawandel, kannst du das in einem Open Access Journal tun. Diese Journale haben keine Paywall und alle Dinge dort sind unter der Creative Commons License publiziert. Wie funktionieren diese Journals? Lass uns zurück zu geschlossenen Publikationen gehen. Büchereien müssen diesen Verlagen kein Geld zahlen, um veröffentlichen zu können.
Und du bist auch nicht, du musst auch keine Gebühren zahlen für das Processing. Aber die meisten deutschen Universitäten werden diese Kosten für dich übernehmen. Es gibt ganz viele Open Access Journals, die nicht einmal eine Gebühr zum Verarbeiten verlangen. Diese Journale verlangen kein Geld von irgendjemandem. Aber wie überleben diese Journale? Die machen doch keinen Profit. Wir wissen ohnehin schon, dass Wissenschaftlerinnen die meiste der Arbeit machen. Und manche dieser Wissenschaftlerinnen haben beschlossen, auch die Publizierarbeit zu übernehmen. Viele davon haben sich zusammengetan mit ihren Büchereien, weil die Büchereien gute Infrastruktur haben. Und zusammen versuchen sie, dieses Nicht-Profit-Service für Wissenschaftlerinnen zu übernehmen. Ohne kommerzielles Interesse. Das ist schon ein Beispiel, auf was wir gemeinsam machen können, wenn wir nicht nur uns fokussieren auf die einzelne Wissenschaftlerin, sondern wenn wir zusammenarbeiten und gemeinsam die Paywall niederreißen. Es gibt noch mehr Beispiele draußen. Ich habe hier ein paar aufgezählt und für den Rest des Vortrags will ich mich auf eine Sache konzentrieren. Größtenteils, weil es ein deutsches Projekt ist und kürzlich etwas Aufmerksamkeit bekommen hat, und das ist das Project Deal. Project Deal ist von der Deutschen Wissenschaftsgesellschaft und der Deutschen Wissenschaftsorganisation und der Deutschen Büchereien vorangetrieben. Und was wir machen wollen, ist das Projekt will das so machen, mit einem sogenannten nationalweiten Consortium Agreement zwischen den großen wissenschaftlichen Verlagen. Was heißt das? Was ist das? Es gibt diese Veröffentlichen und Lesen Deals. Das erste Teil ist, dass alle teilnehmenden Institutionen Zugang zu allen wissenschaftlichen Publikationen haben, wenn sie da veröffentlichen. Das heißt, dass alle Publikationen mit dem korrespondierenden Autor Open Access mit diesem Verlag veröffentlicht werden. Und beide diese Komponenten sind mit einer einzigen und einem sehr rationalen Gebühr. Das heißt zum Beispiel, falls deine Universität Teil dieses Deals ist, hättest du Zugang zu allen Elsevier Verlagen und all deine Arbeiten würden bei Elsevier veröffentlicht werden, Open Access. Das heißt, dass 16.500 Publikationen jedes Jahr bei Elsevier unter diesen Konditionen veröffentlicht würden. Und das ist, was Project Deal erreichen möchte. Das sind die Ziele. Und wie geht es voran? Es gibt zurzeit Verhandlungen mit Wiley und Springer. Das heißt, es gibt zwei Parteien, der Verlag und das Project Deal. Und die sitzen an einem Tisch und haben eine Übereinstimmung über die Zukunft des wissenschaftlichen Veröffentlichens und was die grundlegenden Konditionen sein sollten. Und sie diskutieren jetzt die Details. Das Bild wird jetzt sehr anders, wenn wir zu Elsevier gucken. Denn da scheint es sofort von Anfang an Unstimmigkeiten zu geben über die grundlegenden Konditionen und was eine vertretbare Gebühr ist. Nach einer langen Zeit, nach Jahren von Verhandlungen und etwas Fortschritt haben Deal jetzt zurzeit die Verhandlungen mit Elsevier aufgekündigt, und das ist etwas Neues und definitiv etwas Großes,
Denn ich kann euch sagen, dass die Welt das Projektil und Deutschland genau beobachtet. Und das ist, wo die Macht, seine Kräfte zu vereinigen, wirklich auftaucht. Denn Wissenschaftler und Bibliothekarinnen drücken ihren Wunsch und die Notwendigkeit eines Deals wirklich aus. Gegenüber Elsevier, sie Wissenschaftler haben ihre Kooperation mit Elsevier aufgekündigt. Das heißt, sie veröffentlichen da nicht mehr, machen das Peer Review nicht mehr. Und falls ihr einer davon seid, in diesem Raum, falls einer von euch dabei ist, dann lasst eure Bücherei bitte wissen, denn wir versuchen das zu sammeln. Und Büchereien haben gerade das Abonnement von Elsevier-Journalen aufgekündigt. Ja, das heißt, 200 deutsche Institutionen sind zurzeit ohne Zugang zu Elsevier-Journalen. Und es gibt eben, wird eben noch mehr geben nächstes Jahr. Die Max-Planck-Gesellschaft hat ihren Vertrag aufgekündigt. Und das heißt, wir haben jetzt viele Leute, die keinen Zugang zu Elsevier haben. Und das ist jetzt... Das spart viel Geld. Und was ist passiert, nachdem wir vor 6 Monaten den Vertrag aufgekündigt haben? Die wissenschaftliche Welt ist nicht zusammengebrochen, die Welt der Bücher, Bibliotheken auch nicht. Was Wissenschaftler jetzt machen, ist alternative Wege zu finden, um Zugang zu bekommen, und Büchereien unterstützen die Wissenschaftler, und hier sind ein paar legale Möglichkeiten. Und während wir von legalen Möglichkeiten sprechen. Und einige von euch überlegen sich vielleicht schon jetzt oder während des ganzen Vortrags, warum sollten wir uns über die Verlage, für die Verlage interessieren, warum sollten wir legale Möglichkeiten nehmen? Sci-Hub ist die Pirate Bay der Wissenschaft. Es gibt ganz viele wissenschaftliche Publikationen da. Warum sollen wir für Zugang zahlen, wenn es Sci-Hub gibt? Aber die wissen schon die Antwort. Sie tun gegen Sci-Hub, was gegen andere wie Pirate Bay schon passiert ist. Es gibt einen Lawsuit. Es gibt eine Regel, die sagt, don't mess with the Internet. Also, liebe Verlage, sagen wir es auf diese Art, solange ihr Verlage eine Paywall habt, solange wird es Piraterie geben, sogar schlimmer. Solange ihr Paywalls habt, wird es geben Wissenschaftler und Bibliothekarinnen, die alternative Wege des wissenschaftlichen Publizierens finden werden. Die einzige Art und Weise, diese Art, das zu stoppen, ist, die Paywall niederzureißen. Und ihr, liebe brillante Wissenschaftlerinnen und andere brillante Menschen in diesem Raum, bitte gebt euren Publikationen Open Access, wenn ihr könnt und soweit ihr könnt. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder Bedenken oder Ideen, ich kann euch nur dazu auffordern, zu eurer Bibliothekarin zu reden. Wir sollten zusammenhalten, wir müssen zusammenhalten. Wir müssen die Beschränkungen der Wissenschaft aufheben. Dankeschön. Thanks for this amazing talk. Danke für den guten Vortrag. Okay, alle, ihr kennt die Regeln. Falls ihr Regeln habt, dann stellt euch an die Mikrofone. Es gibt 5, 2 hier, 2 da und einer in der Ecke. Und falls ihr im Stream seid, fragt einfach die Frage. Ich weiß nicht wirklich, wie es funktioniert, aber wir haben hier jemanden, der das vorliest, der unser menschliches Interface ist. Okay, Mikrofon Nummer 1. Danke für den Vortrag. Ich stimme komplett zu mit dieser ganzen Open Access Idee, aber ich denke, die Verlage haben einen großen Vorteil über die Wissenschaftlerinnen und Bibliothekarinnen. Und das ist, warum ich diese Frage stelle. Die Verlage
haben die Brands, die Marken, die die Wissenschaftlerinnen brauchen. Was ich meine, ist, Teil der Qualitätssicherung ist, dass diese Journale gerankt sind. Das Journal hat eine Qualitätsnummer. So für eine junge Wissenschaftlerin ist es sehr schwierig, in einer Art und Weise zu publizieren, um akademische Reputation zu erlangen. Und dazu brauchen wir gerade noch die Closed Source Verlage. Gibt es einen Weg hinaus aus diesem Dilemma? Ja, es gibt eine Möglichkeit über den Impact. Wir können über den Impact Factor reden. Ich liebe das. Es ist sehr schwierig, weil das ist ein sich selbst verstärkendes System, die mit Reputation behandelt. Falls alle Wissenschaftler sofort anfangen würden zu stoppen, bei Elsevier zu veröffentlichen oder einem anderen Journal und zu einem anderen gehen würden, das überhaupt keinen Impact-Faktor hat. Nach 5-6 Jahren würde dieses Journal einen hohen Impact-Faktor haben, aber es ist wahr, dass es nicht einfach ist, das zu machen, denn du willst mit deiner Karriere vorankommen und das ist ein Problem. Es gibt im Moment keine wirkliche Lösung. Behandelt dieses Problem, indem es mit den aktuellen veröffentlichten Verlagen bleibt, aber das wäre die einfachste Lösung. Haben wir eine Internetfrage? Kann man das Mikrofon für den Signal Angel anmachen? Welchen Einfluss haben die Universitäten auf den Publizierprozess ihrer Wissenschaftlerinnen? Kann eine Universität ihre Wissenschaftlerinnen zwingen, auf eine gewisse Art und Weise oder mit einem gewissen Verlag zu publizieren? Nein, so einfach ist das nicht. Es gibt Regeln, die sagen, dass du Open Access veröffentlichen musst, aber die meisten sagen nicht, wie du das machen musst. Man kann grün, Gold, Hybrid, was immer man machen muss. Die Regeln sagen einfach nur, dass man Open Access veröffentlichen muss. Hallo. Das Internet hat jeden Zugang zu ihrem eigenen Traum gegeben. Das öffentliche Verteilen von Science. Wenn du zum Beispiel auf die Newspaper schaust. Man sollte absolut nicht das Peer Review aufgeben, diese Qualitätskontrolle. Es gibt einige Ideen, wie man das verändern könnte, wie Peer Review gemacht wird, aber wenn man das entfernt, dann hat man ein Problem im Moment. Mikro Nummer 3. Hallo. Gibt es Statistiken, wie viele Open Access Publikationen es gibt im Vergleich oder ob die Bewegung weitergeht? Ja, ich habe diese Quelle mit 72% geschlossene Publikation gegeben. Es gibt eine detaillierte Analyse, wie viel Veröffentlichung geschlossen, Hybrid, Gold, Grün ist. Ich habe diese Folie gezeigt, ich werde es nachher tweeten. Und der Signal. Was denkst du über die Plan S-Initiative? Plan S, für die, die es nicht wissen, ist eine Koalition von Geldgebern in Europa, nicht die deutsche Forschungsgemeinschaft, aber alle anderen, und die wollen Open Access sofort haben. Die sagen, wenn du für uns Geld kriegst, dann musst du Open Access veröffentlichen. Ich denke, das ist eine gute Herangehensweise. Können wir Mikrofon 2 geben? Hallo. Könnten Journale könnten Universitäten das Problem lösen, wenn du zum Beispiel eine Universität hast, die sehr bekannt ist, könnten sie ihre eigenen Journale veröffentlichen? Wenn die ihr eigenes Journal veröffentlichen, hoffe ich, dass es Open Access ist. Ich
denke, dass es im Allgemeinen eine Illusion ist, dass die Marke irgendwas mit einer Qualität eines einzelnen Papers in dem Journal zu tun hat. Ich denke, diese Verbindung ist irgendwie falsch. Ich habe mich gewundert, warum die Verlage gegen Sci-Hub vorgehen, aber nicht gegen Archive. Das ist doch eigentlich dasselbe Konzept. Die Unterschiede sind in... Ja, es ist beschränkt auf eine Gemeinschaft. Es ist nicht für alle Publikationen, es ist nur für Preprints, nicht für die endliche, für die letzte Veröffentlichung. Ich denke, es ist eine machtvolle Gemeinschaft, Wissenschaftsgemeinschaft. Das Internet hat gehört, dass Wissenschaftlerinnen die Verlage verklagt haben, um einen Teil von diesen Profiten auch zu bekommen. Nein, aber das klingt beeindruckend. Nein. Entschuldigung. 4. Geschichtlich gesprochen haben Verlage Infrastruktur gegeben und sie haben Editors bereitgestellt und auch Review-Editors. Und das hat zu dieser Reputationsmaschine beigetragen. Logistik ist mittlerweile kein Problem mehr. Können wir auch die anderen zwei dezentralisieren? Ich habe die Frage nicht wirklich verstanden. Entschuldigung, versuch's nochmal. Die Journale geben freie Services. Sie geben Reputation und sie geben auch Editoren und Reviewers und wirkliche Editoren, die auch Geld verdienen. Können wir diese Verteilung dezentralisieren? Können wir die Reputation dezentralisieren? Ja, ich habe die Frage jetzt verstanden, glaube ich. Wusstest du, dass die Editoren auch Wissenschaftler sind? Die sind schon Wissenschaftler, die diese Arbeit machen, und ich glaube nicht, dass die Verlage so einen hohen Wert für Wissenschaft haben. Es gibt mit Sicherheit einen Wert, aber er ist nicht so hoch, wie wir alle dachten. Nummer 2. Das Projekt DEAL inkludiert auch Open Access und nicht Hybrid. Wenn du mit einem Verlag veröffentlicht, der ein Deal mit deiner Universität hast, dann ist es Open Access, egal was. Gibt es Motivation, Journale nur Open Access zu publizieren? Auf Nein. Okay, nur eine kleine Anmerkung. Wenn ihr geht, dann geht bitte am Ende des Vortrags und nutzt diesen Vordereingang und nicht den Vorderausgang und nicht der Internet hat keine Fragen mehr, Nummer 1. Ja. Um einen Wettbewerbsvorteil zu haben über Closed Access, wäre es vielleicht eine gute Idee. Es gibt ein gutes Beispiel. Es ist ein Journal für Artificial Intelligence. Sie publizieren in HTML, weil es interaktiv ist. So, du kannst damit herumspielen. Ich denke, es ist eine gute Idee, wenn wir nicht nur PDF hätten, die veröffentlicht werden von den Artikeln. Mit Sicherheit sollten dann noch andere Dateien geben, die maschinenlesbar sind. Nummer 2. Ich bin auch. Es ist sehr fragwürdig, was Publishers für die Gesellschaft geben.
ich denke auch so. Und wenn ich ein Manuskript habe, dann will ich auch nicht diese Art und Weise publizieren. Kennst du irgendein Programm oder ein Projekt, mit dem ich publizieren könnte? Hier ist mein Manuskript und ich habe zum Beispiel, hast du eine Lösung für den Peer-Review-Prozess? Im Moment ist der ja von den Verlagen unterstützt. Aber sie unterstützen nur, sie tun nichts. Also, ich bin mir nicht sicher, ob ich die Frage verstanden habe. Wenn du Open Access hast, dann gibt es auch Peer Review, dann sind auch Verlage. Wenn du Platinum Open Access hast, dann ist der Peer Review Prozess mit dem Wissen, mit der Bibliothek oder den Wissenschaften, die den Prozess leiten, gegeben. Und das gibt es also für Verlage, die keinen. Haben diese Open Access Journal auch alle Regionen von Science? Es gibt einige draußen. Ich kann dir sagen, wie du sie findest. Es gibt eine Liste mit Open Access Journalen. Da kannst du durch Open Access Journale filtern und wie viel das kosten. Okay, jetzt denk bitte unserer Sprecherin nochmal, Vortragenden.